Hallo, liebe Reisefreunde, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Wir waren in der niederländischen Stadt Roermond, weil wir uns dort mit Freunden verabredet hatten. Roermond hat 59.000 Einwohner, liegt an der Grenze zu Deutschland in Höhe von Mönchengladbach und gehört zur niederländischen Provinz Limburg. Ein wirklich sehr schönes Städtchen. Wenn ihr bei eurer Ankunft das Schild Fellmanns lesen könnt, fahrt ihr einfach rechts rein. Und dann kommt ihr nach einigen Metern durch die Einfahrt. Hier rechts könnt ihr euer Fahrzeug abstellen und dann geht es erstmal ins Büro zum Anmelden. Nach der Anmeldung könnt ihr dann auf den Platz fahren. Diese Schranke ist übrigens von abends 22 bis morgens 8 Uhr geschlossen. Nach der Anmeldung könnt ihr dann auf euren Stellplatz fahren, beziehungsweise meistens bringt euch der Betreiber dorthin und zeigt ihn euch. Der Platz liegt sehr schön, ringsherum hat man Wasser, Seen und die Maas. Durch massiven Kiesabbau sind hier in Roermond ganz viele Badeseen entstanden, die alle mit der Maas verbunden sind. Übrigens, das ist der camping-eigene Badeplatz. Sehr schön, er wurde auch von den Campern sehr gut angenommen. Es war immer sehr viel los. Das Wetter war bei unserem Besuch natürlich wieder wunderschön. Die Temperaturen waren sehr angenehm. Also wirklich ein sehr schöner Platz. Das einzige Ungewöhnliche an dem Platz, man musste auf den Sanitäranlagen sein eigenes Toilettenpapier mitbringen. Okay, das kann mir bis dahin noch nicht. Aber ansonsten hat das uns dort wirklich sehr gut gefallen. So, wie schon erwähnt, liegt der schön rings um Freizeitgelände und viele Seen und Teiche. Das ist die Müllentsorgung. Und dann gibt es hier noch Waschbecken, Toilettenentsorgung. Und es sind ausreichend Herren- und Damen-Toiletten und Duschräume zur Verfügung. Und das ist das Büro, wo ihr euch anmeldet. Also alles wunderbar hier. Uns hat es gut gefallen. Genau gegenüber vom Campingplatz war eine Wakeboard-Anlage und die möchten wir euch jetzt noch gerne zeigen. War sehr interessant. Wakeboard-Anlage. Sehr schön. Und wenn man sich dreht, da genau da ist der Einfahrt vom Campingplatz. Und eine schöne Anlage. Toller See. Alles ganz toll. Hier sind jetzt einige Beispiele, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Weiter wie 3 Meter ist der junge Mann nie gekommen. Also, aber ich denke, wenn er weiter übt, wird eines Tages noch klappen. Übrigens, Wakeboard ist nichts anderes wie ein Wassersportgerät in Form eines Brettes, das durch ein Boot oder ein Lift gezogen wird. Früher nannte man es ganz simpel Wasserski oder Monoski. Naja, alles ändert sich halt. So, jetzt zeigen wir euch noch einige Bilder vom Freizeitgelände gegenüber vom Campingplatz und von einem kleinen Radausflug zum nächsten Yachthafen. Das Ganze lassen wir diesmal unkommentiert. Genießt einfach die schönen Aufnahmen.
So, und jetzt möchten wir euch noch einige Bilder von dem Designer Outlet Center in Roermond zeigen. So, liebe Reisefreunde, uns hat in Roermond sehr gut gefallen. Der Campingplatz war auch sehr schön und die Umgebung war fantastisch. Viele Wassersportmöglichkeiten, also wir können es nur empfehlen. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Sommer mit schönen Urlaubsreisen und bleibt gesund. Liebe Grüße, Rainer und Gudrun. Tschüss!